Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mehr Apps und Games. Und heute geht es weiter mit der Lego Ninjago Woo Crew. Wir sind in der neuen Welt, ja, bereits angekommen mit unserem coolen Mobil hier, mit unserem coolen Fahrzeug. Und wir sind im Berg der Millionen Schritte. Und da sind wir auf der Suche nach einem Hololog, glaube ich, von Lloyd. Und wir sind schon fast da, deswegen spielen wir jetzt die Wüste. Wir lieben ja Wüstenmissionen, Leute. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon der 20. Teil der Lego Ninjago Woo Crew. Also falls ihr die anderen Teile noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall abchecken. Das ist ein wirkliches Let's Play hier mit dieser App. Also die App lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen hier die erste dunkle Materie. Die Fallen. Nein, danke. So, okay. Gut. Dann haben wir das. Hier kurz. Das muss doch wehtun, Mensch. So, okay. Hier müssen wir in den Kampf gehen, aber kein Problem für uns, Leute. Wir haben das locker geschafft. So, wir sehen hier hinten. Komm ich. Nee, ich will nach unten. Das ist blau. Kriegen wir das mit dem hier hin? Yes! Wir haben die Elementareigenschaft dieses blauen Kristalls. Um. Ja, die. Kristall ist es ja nicht, sondern die dunkle Materie. Ey! Das war knapp. Ich sehe da hinten einen Schlüssel. Müssen wir uns auf jeden Fall auch holen. Level Design, ja, könnte auf jeden Fall bei diesem Spiel an manchen Stellen besser sein. Die Wüstenlevels gehen auf jeden Fall noch klar. Die sind noch schön offen. Und wir erkennen hier vieles. Bei den Waldmissionen ist es manchmal nicht so vom Vorteil. Oh, jetzt ist hier grün. Die Elementareigenschaft haben wir noch gar nicht. Wir haben keinen Ninja damit. So. Ah, wir müssen hier den Hebel. Ah, okay. Verstehe, verstehe, stimmt. Oh, da ist ein Gegner. Der hat uns nicht gesehen. Wir haben den auch nicht gesehen. Nicht schlimm. Dann geht's hier weiter. Das machen wir doch locker platt. Dich hier auch. Zack. Und die Kiste noch öffnen. Das wird aber auf keinen Fall ein 100% Gameplay, weil wir den einen Kristall da nicht zerstören konnten. Oder die eine dunkle Materie, die dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt dieses Spiel spielen, Leute. So. Gut. Sehen wir hier wieder was? Nee. Erst kämpfen. Aber mit der Explosion hier können wir manchmal schon Gegner zerstören. Kiste auf, ja, sehr gut. Die Münzen brauchen wir, um abzuleveln. Ich glaube, wir sind schon Level 14, Leute. Und wir haben auch natürlich unseren Spezialangriff, Spinjitzu. Werden wir gleich auch nochmal einsetzen. Haben wir relativ selten bei uns eingesetzt, merke ich. Upp, upp, upp. Yes. Oh, nein, da war eine Falle. Die habe ich nicht gesehen. Noch eine. Ja, nicht so klug. Na egal. Wir gehen erstmal hier nach oben und sammeln ein bisschen was ein. So, das haben wir glaube ich schon. Zack! Habe ich hier schon Schlüssel? Oh, wir haben schon Schlüssel, das wusste ich gar nicht. Mir gar nicht aufgefallen. Okay. Und dann geht's hier schon. Och nö, schon wieder. Gut, dann geht's jetzt eben weiter. So. Hier ist ein Hebel. Geht denn die Tür auf? Direkt hier vorne. Aber ist hier noch was so. Schade. Aber das ist hier Kanzan, das ist mein Ninja. Der ist nicht stark. Wir blockieren hier. So. Gegner hier besiegen. Und da schon das Ende des Levels.
müsste da hinten brauchen wir. Wie kommen wir da hin? Wir müssen hier durch die Falle. Wir sammeln hier noch ein bisschen was ein. Wir haben schon wieder das Spinjitzu nicht eingesetzt. Mensch! Kiste sein, ja. Da hätten sich sogar noch eine. Ja, was war das denn? Na gut. So, die Mission haben wir jetzt auch beendet und wir können jetzt, glaube ich, in Lloyds Mission einsteigen. Werden wir natürlich machen. Um vielleicht ein neues Fahrzeug. Ist das Holo-Lock ein Fahrzeug, Leute? Ich bin gespannt. Werden wir gleich sehen. So, Level 15 sind wir jetzt. Level up. Sehr gut. Jetzt fallen mir hier schon fast meine Kopfhörer weg, Leute. Brauche ich natürlich. Gut. So ist die Mission jetzt frei. Ich hoffe. Ja. Wir sind wieder in der Wüste. Oh, wir hätten noch ein Mitglied der Wushu mitnehmen können. Ah, ich muss, glaube ich, nochmal raus. Das mache ich auch kurz. Habe ich nicht gesehen. Also einmal kurz raus. Zur Karte. Ja, ich habe auch noch keinen Fortschritt. Also ist das noch nicht so schlimm. Und jetzt hier draufklicken. Dann kann ich hier noch jemanden mitnehmen. Und zwar am besten Nia. Denn die hat noch eine zusätzliche Elementareigenschaft, die wir nicht haben. Sieht aus wie Wasser. Dann gehen wir mal zurück zur Karte. 4 von 55 Missionen gespielt hier, glaube ich. So, haben wir jetzt hier Nia? Yes! Wir haben auch Nia dabei. Lloyd ist noch nicht frei. Der ist bald verfügbar, stand da. Und der hat die grüne Elementareigenschaft. Welche ist das eigentlich, Leute? Schreibt's doch mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ihr merkt, ich bin der totale Lego Ninjago Noob, obwohl wir hier schon mächtig viele Missionen gezockt haben. So, okay. Der riesige Tanker. Wieder viele Gegner. Jetzt wird vielleicht mal Zeit fürs Ninjutsu. Yes! Haut ab, euch krieg ich! Das war gut. Da hauen sie dann alle ab. Hier hinten ein Schlüssel. Hier, hier. Sehr gut. Also unsere Wu-Crew besteht jetzt aus 5 Mitgliedern. Was ist denn los? Ne, schon wieder. Ich weiß nicht, was den Sitz hier einsetzen. Wir spielen beide nicht weiter. Okay, geht's nicht weiter, okay. Also ab nach oben. So, durch die Explosion habt ihr gesehen. Ein Gegner ist zerstört worden. Wir können hier nach unten, das können wir euch nicht sehen. Yes! Sehr gut. Schlüssel ist da. So, wie spielen wir jetzt mit dem hier weiter? Ist das Kai? Ich glaube schon. Gut. Yes! Wir wechseln kurz zu Zane. Jetzt hier weiter. Können wir vielleicht mal öfters machen sollen. Vielleicht mit verschiedenen Linien spielen einfach mal. Und wenn sie das machen. Kiste öffnen. Sehr gut. Ist da hinten irgendwas? Ja, das ist, glaube ich, eine Kiste. Was passiert denn, wenn wir hier draufschlagen? Wenn dann alle fallen. Nee. Komm ich denn nach hier unten? Da komme ich gleich hier durch. Ah, okay. Jetzt. Nicht.
Zack. Sehr gut. Mal wechseln. Zerstören. Habt ihr das gesehen? Die Gegner sind jetzt kaputt. Ah, Fernangriff. Sehr gut. Dann kommen wir hier rein mit Zane. Auch gut. Also Zane bringt es heute brutal. Wechseln wir auf Kai. Ist doch Kai, ne? Ich glaube ja. Er ist gut. Ninja, du willst dich tarnen, aber es ist keiner da. Sehr gut. Letzter Gegner. Keine Chance. Und es geht weiter. In den letzten Teil dieser Mission. Gut. Ja, sehr gut. Und hier. Wow. Zerstören. Nein, oben ist nichts. Brauchst du auch nicht verstecken. Hier einmal aufmachen. Da ist das Hololog. Sehr gut. Wir sehen hier noch eine Kiste. Und hier nochmal weg. Das soll es, glaube ich, auch gewesen sein. Sehr gut. Wir haben das Hololog gefunden, Leute. Mal gucken, ob jetzt noch kurz eine Zwischensequenz kommt. Wir tippen, um fortzufahren. So, die Punkte werden nur für unseren eigenen Ninja genutzt. Also wir können nur den hochleveln, glaube ich. Ja. Es kommt eine Zwischensequenz. Sieh dir diese blinkenden Geräte-Dingsi an. Das müssen Aufzeichnungen von Holo-Nachrichten sein, die Lloyd für uns hinterlassen hat. Lass uns herausfinden, was er entdeckt hat. Meister, Freunde, ihr müsst euch dies ansehen. Zwei unserer alten Freunde, das habe ich vorhin offen. Wow. Bist du dir sicher, dass du diese dunkle Materie. Bist du dir sicher, dass diese dunkle Materie sicher ist, Phantom? Höre ich da etwa Angst in deiner Stimme, Pythor? Ich habe dir doch gesagt, dass dunkle Materie uns nur stärker macht. Ich kann seine Energie durch mich strömen führen. Pythor und Phantom, und sie sammeln die dunkle Materie ein. Ich werde ihnen folgen, um mehr herauszufinden. Überaus beunruhigend. Lass uns die nächste Nachricht ansehen. Ich bin ihren Spuren zum Berg der Millionen Schritte gefolgt, zur Serpentinenfestung. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hin. Dorthin transportieren sie die dunkle Materie. Ich werde dorthin gehen und herausfinden, was sie im Schilde führen. Außerdem habe ich gehört, wie Phantom einigen Kriegern befahl, die Schuppen zu bewachen. Was das wohl bedeuten mag? Diese Serpentinenfestung. Aber dieser Ort wurde doch vor langer Zeit aufgegeben. Dem ist anscheinend nicht mehr so. Wenn ich mich recht entsinne, haben Jay und ich einst einen Eingang über das Würgebohrgrab auf dem Berg der Millionen Schritte ausfindig gemacht. Ja, aber was sind diese Schuppen, und von denen sie geredet haben? Eine gute Frage, junge Freunde. Wir müssen dem nachgehen, begebt euch schnell zum Berg der Millionen Schritte. Okay, Leute, ihr wisst, wo uns unsere Mission demnächst hinführen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge Lego Ninjago Wuku. Natürlich geht es noch weiter. Seid auf jeden Fall auch dabei, Leute. Schaut euch diese Karte mal an, da gibt es noch viel zu entdecken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!